Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Festbund. Du musst mir natürlich jetzt wieder reinfahren, weißt du? Dritte Folge heute bereits für den Samstag. Wir sind dabei, unseren Raps zu verkaufen. Natürlich, muss ja so sein, weil wir müssen ein bisschen sparen. Ne? Und deswegen verkaufe ich das jetzt. Der Preis liegt bei 1300, warte, 1321. Das ist vollkommen okay. Die Preise sind auch okay. Ich habe mir aber gedacht, komm, wir verkaufen, das Preis ist sinkend. Das heißt, besser wird er nicht mehr. Für den Moment zumindest, kann man das so sagen. Wir fahren jetzt aber unten rum, ne? Wir fahren unten rum. Geht eine Straße hier runter? Könnte ich euch jetzt gar nicht beantworten. Wir fahren aber auf alle Fälle unten rum. Ne, hier geht aber auch eine Straße rum, oder? Guck mal, dann fahren wir doch hier links. Da haben wir heute zum Anfang der Folge noch einen kleinen Ausflug gemacht. Unser Helfer, ne, der Erwin, der ist unterwegs auf der 26, der macht uns nebenbei eine kleine Düngemission, eine kleine Sämission. Der Erwin, da bekommen wir auch so 2.500 raus. Nichts Großes, aber so für zwischendurch eigentlich ganz okay. Und ja, die nächste Mission ist bereits geplant, aber wir müssen gucken, ob wir nicht zuerst unser Zeug reif werden lassen und dann erstmal weitermachen, weißt du? Da bin ich noch nicht ganz sicher, aber irgendwie so wird es werden. Aber wie gesagt, zuerst mal weg den Raps, sodass wir da ein bisschen Kohle haben. Weil unser nächstes Ziel, glaube ich, ist ja, wenn jetzt nicht kein spontaner Maschinenkauf kommt, ist unsere nächste Investition schon geregelt. Das heißt, die nächste Investition soll ein großer Hühnerstall werden. Das ist hier die letzte Folge, die ich jetzt ein bisschen im Vorhinein aufnehme. Danach werde ich wieder eure ganzen Kommentare lesen. Und normalerweise ca. 16 Uhr, könnte auch ein bisschen später sein, wird dann eine frisch aufgenommene Folge erscheinen, wo ich dann die ganzen Kommentare schon anwenden werde, wenn etwas wirklich Gravierendes drinsteht, dass irgendwas nicht stimmt oder nicht passt oder pipapo, weißt du? Gibt mehrere oder sehr, sehr viele Varianten. So, das Schöne ist, was wir jetzt abladen, ist keine Mission ausnahmsweise mal, sondern das ist wirklich alles unser. Das ist wirklich alles unser und das finde ich schon sehr, sehr geil. €16.100. Finde ich klasse. Finde ich super. Also das... Ja, perfekt. Sind €17.500, die wir jetzt haben. Das heißt im Umkehrschluss... lol. Wir werden jetzt mal gucken, was ansteht. Ne? Die Sämaschine ist momentan besetzt, aber das ist ja kein Problem. Wir werden jetzt vielleicht nochmal... Wenn ich die Zeit jetzt vorspule, wird dann mehr für den Helfer abgezogen oder bleibt das gleich? Wir testen das mal ganz fix. Ja, okay, das war wegen der vollen Stunde. Ist es schneller? Ich kann es jetzt gar nicht sagen. Wir lassen mal bis 16 Uhr laufen, ne? Nee, das ist nicht schneller. Wir haben in der letzten Stunde 366 bezahlt und jetzt haben wir 12 Euro bezahlt. Das heißt, wir können auch voll laufen lassen. Der Helfer kostet jetzt, glaube ich, nicht mehr. Also nicht wesentlich mehr als wie sonst auch. Wenn nicht sogar weniger. Weil mir geht es eben nur darum, dass wir unsere Sojabohnen noch ernten können. Da kommt, wird auch noch einiges kommen. Solange die Sämaschine besetzt ist, müssen wir eben gucken, dass wir vorankommen, ne? Ja, nochmal 12 Euro Lohnzahlungen. Das ist okay, so 12 Euro, 12 Euro ist voll okay. Was sagt denn unsere Frucht? Wie sieht's denn eigentlich aus? Ja. Oh, guck mal hier. Erntereif. Da-ding, Jackpot. Eigentlich haben wir schon mal alles. Lass uns nochmal ein bisschen weiter vorspulen. Eigentlich müsste das hier links nebenan auch dann gleich reif werden.
Weil das war ja, glaube ich, nicht so viel später, ne? Was wir natürlich nicht gemacht haben, ist, wir haben kein Unkrautdingens rausgehauen, ne? Fällt mir jetzt erst gerade ein. Warte, wir stellen den erstmal hier rüber. Genau, das haben wir verabsäumt. Pflanzenschutz habe ich keinen draufgeballert diesmal. Weil ich wollte mir einen Striegel kaufen. Stimmt, jetzt weiß ich es wieder. Verdammt nochmal. Ich wollte nämlich hier ein bisschen auf Bioschiene machen, aber... Verdammt. So, wir spulen jetzt nochmal ein Stückchen vor. Ja, Unkraut 100%. Das ist natürlich schlecht, weil das wird unsere Ernte, glaube ich, schon massiv drücken. Pflügen, ernten. So, nicht vergessen. Ja, Unkraut 20%. Alter Verwalter, ne? Das ist ja Wahnsinn. Das ist verdammt viel, ne? Also 20%, das ist echt viel Zeug. Muss man einfach so sagen. Warte mal. Moment. Mir hat mal jemand gesagt, das macht zwar keinen Sinn. Aber, nee, warte mal, wenn's, warte, da steht doch was drin, ne? Warte. Feldfrüchte, Verarbeitung, nein. Ach so. Mir wäre es darum gegangen, wann man das noch machen kann. Ja, das habe ich auch verstanden, Ja, das ist auch klar. Ölrettich ist auch klar. Baumwolle ist klar. Du kannst dich ja viele verschiedene... Guck mal, um den Ertrag zu steigern. Um einen 65% für den Ertrag zu erreichen, musst du zweimal düngen, habe ich gemacht. Drei, je nach Kalk. Ist okay. Nicht vergessen, nach der Ernte von Mais, Kartoffeln, Zuckerrüben, gepflügt. Okay. Das heißt... ist ein schwieriges Thema. Wir können mal gucken, was ein Striegel kostet. Ich glaube, der kostet aber mehr. Genau deswegen. Wir können natürlich auch das Ding ja kaufen. Können wir nicht, weil wir kein Geld haben. Aber theoretisch könnte man das auch kaufen. Das hat irgendwie 300 Liter... Achso, da gehört aber auch Pflanzenschutzmittel rein, ne? Können wir uns gleich so eine olle Spritze kaufen. Alter, die sind aber so teuer, ne? Das ist ja... Okay, das heißt, wir müssen wahrscheinlich dieses Mal mit den 20% Ernteverlust einfach kalkulieren. Das ist halt nur mal so. Kommst du nicht drum rum? Mir wäre aber tatsächlich noch wichtig, dass das ein bisschen reifer wird hier. Okay, das war's dann mit unserem Feld 11. Danke dafür. Jetzt sitzen wir hier im Dunkeln, ne? Das muss reif werden. Das geht nicht anders. Ich mach mal Licht an. Es ist so dunkel hier. Dauert das so viel länger? Das ist ja nicht wahr, oder? Ich habe meine Taschenlampe immer dabei, ne? Was wir aber machen können, wir können schon mal den Drescher vorbereiten, ne? Immer noch nicht. Das funktioniert schon mal, das stimmt mich schon mal positiv. Ah, jetzt. Stop it! Das heißt, es wird eine Nachtaktion werden, aber das nützt einfach nicht. Wir müssen das Zeug aus dem Erdboden holen, wenn es soweit ist. Nicht früher, nicht später. Ich weiß gar nicht, ob Sojabohnen jetzt mega ertragreich sind. Ich bin mir gar nicht sicher. So, haben wir mal Tempomat hier rein. Dann fahren wir mal gemütlich in diese Richtung. Gibt es eigentlich für Sojabohnen jetzt mehr oder weniger Geld? Das ist jetzt eine Frage, die ist auf alle Fälle berechtigt. Es gibt fast gleich viel. Aber wir haben wahrscheinlich mehr Fläche, ne? Würde ich jetzt mal so spontan sagen. Ja, wir werden sehen, was die Zeit bringt. Ich kann es jetzt auch noch nicht genau schätzen, wie lange das dauert oder
Wie viele wir da vom Feld runterholen? Keine Ahnung. Auf alle Fälle wissen wir, 20% mehr oder weniger in dem Fall für Unkraut. Wenn Unkraut auf deinem Feld sein sollte. Das ist schon krass. Auf Dauer gesehen wäre natürlich ein Striegel sehr, 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 sehr gut, muss man sagen. Weil da haben wir auch diesen Bio-Aspekt ein bisschen drin. Ein bisschen zumindest, obwohl wir in den Striegel auch Pflanzenschutzmittel einfüllen könnten. Glaube ich. Oder ist das Dünger? Ich muss nochmal nachgucken. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ach, gehen wir mal in die Kabine rein. Hier ist so laut hier draußen. Ey. Aber jetzt sind wir schon auf den Teil, den wir schön gepflügt und gesät haben. So, jetzt habe ich ein L gefahren. Das heißt, eine halbe Außenbahn. Und wir haben keine 2000 Liter zusammen. Ne? So viel wird das gar nicht hier, glaube ich. Aber war auch irgendwas klar, dass beim ersten Mal ansehen und pflügen und bla und Kalk und Tier und hast du nicht gesehen, dass da irgendwas schief geht, das war doch eigentlich vorprogrammiert, oder? Das glaube ich, kann man... Das glaube ich, ist auch jedem schon mal passiert. So, das funktioniert. Dann fahren wir hier nochmal die Ecke runter. Jetzt haben wir 21.51 Uhr. Ah, ist schon lange, ne? Da ist ja schon lange, du, muss man sagen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir heute in der letzten Folge, um 16 Uhr, ne, wenn wir da jetzt mit der Mission fertig werden, dann haben wir da auch nochmal 2000 Euro verdient. Also, was heißt verdient? Wir bekommen 2000 Euro rein. Ob es verdient ist, ist es sicherlich nicht. Wir müssen Saatgut kaufen, wir haben einen Helfer bezahlen müssen, der hat echt viel Geld gekostet. Aber vielleicht mit vielleicht, wer weiß. Ich weiß nicht genau, ob es sich ausgeht, aber mal schauen. Bin sehr gespannt, ehrlich gesagt. So, einmal sind wir rum, dann können wir eigentlich gleich, wenn wir schon mal da sind, können wir abladen, aber lohnt eigentlich noch gar nicht. So, der Kollege hier fährt noch, wie viel hat er noch? 58, das ist doch voll okay. Was haben wir noch für Düngen, ist auch noch eine geile Mischung, ne? Feld 7, wie groß ist Feld 7? Ja, ist schon ordentlich, ne? Ich meine, wir hätten Dünger, wir könnten... Düngen können wir wirklich, ne? Da können wir eigentlich noch mitnehmen. Mir hat mir jemand in den Kommentar geschrieben, Werner, nimm alle Missionen mit, die du bekommen kannst. Es wird dir später behilflich sein. Irgendwie denke ich gerade wieder dran. Ich weiß aber nicht, warum. Ich hätte schon Bock. Ach komm, wir fangen jetzt noch eine Düngermission an. Dünger, das haben wir ja gesehen, das geht ja doch relativ schnell. Ne? Ach so, geht ja gar nicht. Warte, wir können ja nur eine Mission annehmen, ne? Ja. Okay, danke dafür. Das war's dann mal wieder komplett. Ballenpressen ist auch eine geile Mission, ne? Irgendwas transportieren, das ist mega low. Mann, 500, ne? Von Bahnhof Silo West zu Burghotel. Bahnhof Silo West hier? Zu was? Burghotel wird wahrscheinlich irgendwo... Das ist, glaube ich, die Burg hier. Wahrscheinlich hier irgendwo sein, ne? Ja, das wäre jetzt nicht so dramatisch. Das hättest du gleich mal geschafft. Das ist nicht das Problem. Glaube ich nicht, dass das problematisch wäre. Er ist noch fleißig dabei. Also eigentlich müsste ich mehr bekommen, weil wir haben gedüngt auch, ne? Aber das ist halt dem Auftrag, also unserem Auftraggeber wahrscheinlich relativ schnuppe shit egal. Okay, wir können uns nichts mehr leihen. Das haben wir auch schon gemacht. Ey, wir haben so viel Geld schon investiert in Sachen, ne? Müssten erstmal gucken, dass wir noch Sachen rausbekommen, weil langsam wird's oha. So, Preise sind auch... Ja, es ist im Steigen. Ich möchte nicht jammern, ist im Steigen. Was haben wir denn hier noch alles? Zuckerrohr. Ich hätte ja schon Bock auf Zuckerrohr, muss ich sagen, ne? Ich weiß nicht warum, aber da hätte ich schon Bock drauf. Milch, Wolle,
Eier, ne? Eier geben halt wirklich verdammt viel, aber ich glaube, du wirst wahrscheinlich auch verdammt viel dafür brauchen. Was war das nochmal? Ich glaube, das war Silage. Das war jetzt Mist, Wasser, ich glaube, das war Stroh, glaube ich. Und Silage. Silage ist halt auch ein gutes Geschäft, das muss man so einfach so sagen, ne? Silage ist, glaube ich, schon ein gutes Geschäft, aber es geht halt wieder los, weißt du? Da brauchst du wieder dann das und das und das und. Oh, habe ich keinen Bock drauf. Also, habe ich schon Bock drauf, aber da muss man sich auch leisten können. Nichtsdestotrotz, liebe Leute, wir sind erstmal fertig für den Moment. Wenn es euch gefallen hat, lasst jetzt da gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns, wenn ihr möchtet, um 15 Uhr zum neuen Projekt und um 16 Uhr zu einer weiteren Folge Festbund. Bis später, macht es gut. Ciao, ciao.